Stefan legt vor und los geht's beim Skispringen. Ja, Stichwort Donnerbalken. Hoffentlich hat da jetzt keiner die Hosen voll, denn das wäre natürlich von Nachteil. Aber wir haben ja beide gehört, beide haben sich da sehr optimistisch gegeben. Keine Angst vor dieser 27 Grad Neigung. Aber wenn man das so schön hier mit dieser Kamera eingefangen von oben sieht, was die ja jetzt auch sehen, in diesem Fall Stefan Raab, das ist schon ein Brett. Jetzt ist die Frage, wie viel Tempo nimmt er auf? Denn je schneller, je höher die Anfahrtsgeschwindigkeit, desto größer natürlich die Chance auf eine große Weite. Schwerpunkt nach vorne, Knie nach vorne, Arme nach vorne und dann den Absprung am Tisch, so nenne ich es jetzt auch mal, diese Schanze, treffen. Nicht zu früh, vor allem aber auch nicht zu spät. Und dann über die Ski kommen. Morgenstern und Ahorn waren gestern. Heute ist Raab. Erster Versuch. Oh! In Rücklage. Stefan Raab. Es wird übrigens da gemessen, wo er zuerst das Wasser berührt. Da wird die Weitenmessung in Gang gesetzt. Ja, da ist er nicht weit genug vorne und ist hier instabil, gerät in Rücklage. Unfassbar. Aber macht Meter. So, Jörg, gleich Fehleranalyse. Was hat er falsch gemacht, dass er so in Rücklage gekommen ist? Ja, er hat sich natürlich vom Radiusdruck hinten reintreiben lassen. Man sieht es genau jetzt im Bild. Und ich denke mal, wenn er richtig Spannung macht, die Arme nach vorne nimmt, weiter, dann wird er auch richtig landen. Aber ich denke mal, die Weite wird für ihn scheinen. Ja, und das sind unglaubliche 14,07 Meter. Also über 14 Meter. Hast du gerade gesagt, die Profis schaffen darauf wie viel? 20 oder? 20, also das ist gar nicht so weit weg. Das war richtig stark. Der Rücken ist aber noch schon ganz, oder? Ich weiß es nicht. Wie weit war es denn? 14 Meter und ein bisschen. Ja, kommt drauf an. Sehen wir ja jetzt, was die Weite wert ist. Ist das Steißbein schon wieder durch oder hältst du es noch? Nee, das ging, aber es ist schon ordentlich auf den Rücken gekommen. Okay, Stefan, du kannst wieder nach oben und musstest sogar. Aber das war schon eine erste gute Weite, die du vorgelegt hast. Und erster Sprung jetzt für Arvid. So, jetzt also der Kandidat. 14,7 Meter, exzellente Weite. Jetzt Tempo nach vorne. Ja, ist er weit hinten. Nee. Hat sich auch vom Radius runterdrücken lassen. Ist in die Rücklage gekommen. Alles okay? Und hat keine Chance auf eine große Weite. Er hat Spaß, er ist quietschlebendig, aber viel zu sehr in Rücklage geraten hier. Also das ist interessant, da kommt der Puppes zuerst und der landet auch zuerst im Wasser. 9,84 Meter. Also das muss besser werden. 9 Meter und hier sind so viele Tropfen drauf, 84, aber die wichtigste Frage ist natürlich, geht's ihm gut? Denn er hat ja sogar, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Hinterkopf, mit dem Helm sogar den Schanzentisch touchiert. Ne? Ja, ist natürlich ganz schön weit hinten reingefallen. Er muss mehr Stabilität halten, also wirklich schön sitzen bleiben, Arm vorne halten und richtig Spannung dort durchfahren und dann kann er auch ordentlich hier drüber fahren. Zu viel Rücklage, das heißt einfach mehr vorne in die Knie gehen und einfach auch diesem Kompressionsdruck standhalten. Genau, es geht hier schon schnell runter und es geht natürlich einen Berg hoch und da muss er natürlich vorne bleiben. 9,84 Meter und Stefan ist schon wieder auf dem Weg nach oben, also das sind gute 5 Meter mehr. Wichtigste Frage, Arvid, brauchst du noch ein Pflaster oder geht's dir gut? Nee, mir geht's wunderbar, ja, aber ich hatte 5 Meter mehr als ich. Ja, er hatte 5 Meter mehr als du. Ja, du bist sehr, sehr in Rücklage geblieben. Ja, ja. Aber du hast ja eine Chance, ja, nämlich 2 Stück noch, es besser zu machen. Toi, toi, toi. Danke. Auch wenn die Lippe wieder ein bisschen aufgeplatzt ist. Er ist guten Mutes. Und Stefan ist schon bald oben. Und dann gehen wir wieder ab zu Buschi. Ja, wenn wir da diese Stürze gesehen haben, nur mal so zur Einordnung. Zuletzt haben wir einen ganz, ganz wilden Sturz beim Skispringen gesehen. Björn Einar Romören, das ist der Skiflug-Weltrekordhalter. Den hat es auf einer richtigen Schanze so geschmissen. Der stand anschließend auf, als wäre nichts gewesen. So wie die Jungs hier, nachdem sie im Wasser so gelandet sind. Also das ist schon Männersport, überhaupt keine Frage. Das beweisen die beiden hier auch. Stefan also jetzt vor seinem zweiten Versuch. Für alle Skisprung-Fans übrigens, Harachov, Skifliegen heute abgebrochen. Bei Führung von Martin Schmidt mit 200 Metern. Wurde abgebrochen wegen sehr böiger Windverhältnisse. Ähnlich ist es eigentlich heute hier in Köln-Mülheim. Fast ein bisschen föhnig und das mitten im Rheinland. Vielleicht kann das noch von Bedeutung sein hier.
Wind von vorne, Luft unter den Brettern kann die Jungs hier tragen. Aber jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Also in diese weiten Bereiche und in diese Höhen werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Aber noch einmal, Stefan Raab mit 14,7 Meter. Das war schon exzellent, weil er eben auch die Knie besser nach vorne gebracht hat, den Körperschwerpunkt vorne hatte. Wenn er jetzt noch den Tisch beim Absprung optimal trifft, dann über die Ski kommt, stabil bleibt, dann halte ich hier 15 Meter für möglich und dann wird es ganz schwer für Arvid. Schauen wir mal, was Stefan jetzt macht. Versuch 2, Schanze ist frei. Und ab die wilde Fahrt. Na, da braucht man schon, was Oliver Kahn jetzt gesagt hätte, Eier in der Hose, um das Ding hier abzuziehen. Ja. Ja, und trotzdem glaube ich, obwohl das stabiler war, auch in der Luft, ich glaube, das war ein bisschen weniger als im ersten Versuch. Drückt sich nicht richtig ab, fährt nur in Anführungsstrichen über die Schanze. Vorhin war da mehr Schwung drin. Bin mal gespannt auf die Weite. Ja, das sind wir natürlich auch. Also nicht nach hinten gekippt, aber 12,60 Meter in der Tat. Kürzer als beim ersten Sprung, aber immer noch weiter, auch mit diesem schwächeren zweiten als der beste von Arvid. 12,60 Meter. Es war kürzer, obwohl es besser aussah, aber Jörg kann das gleich analysieren. Ja, er war. Ich habe das Gefühl, ich bin viel weiter geflogen. Ja, weil du nicht hingefallen bist, aber es war weniger Schwung am Schanzentisch. Ja. Also von der Haltung her war es auf jeden Fall besser. Ja. Ja, und du bist aber zu früh aufgestanden. Versuch noch ein bisschen mehr in der Hocke zu fahren. Da vorne ist eine blaue Kante. Kann ich mal sehen gerade? Nee, du musst eigentlich wieder hoch. Du musst wieder hoch. Ja, aber du darfst dich gleich in der Hocke, ein bisschen tiefer, eventuelle 10 Punkte freuen, denn das sieht gut aus für ihn. Und oben ist auch schon wieder Arvid bereit mit seinem zweiten Durchgang auf einer Schanze, die Sarkozy jedes Mal braucht, um Carla Bruni zumindest annähernd zu küssen. So, Arvid, zweiter für dich. Das war's. Halt die Hände vorne vielleicht auf den Knien und dann nach vorne. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve von Carla Bruni zu Arvid? Ja, das lassen wir an dieser Stelle mal und schauen uns an, ob er es jetzt schafft, mehr in die Vorlage zu kommen, den Absprungpunkt richtig zu erwischen. Wie gesagt, das ist natürlich nicht wie auf einer normalen Skisprungschanze. Da gibt es ja die Anlaufspur. Das hier ist wirklich mehr wie bei den Freestylern. Kennt man auch von den Trickskifahrern oder aber auch von den Snowboardern. Es besteht auch die Möglichkeit, Schwung zu holen und schneller zu werden. Mit Schlittschuhschritten traut er sich noch nicht. Er muss nach vorne. Er muss mehr nach vorne. Schafft das wieder nicht. Und hoffentlich hat er sich nichts getan. Aber er ist sofort wieder oben, steht. Sieht gut aus, aber er ist viel zu weit hinten. Und die Kompression kann er nicht rausdrücken. Also die Knie. Die Knie müssen vor. Das ist der entscheidende Punkt hier für Arvid. Vorlage passt nicht. Jetzt schauen Sie mal. Jetzt gibt er nach hinten schon weg. Schon vor der Kompression hat er vielleicht auch ein bisschen Respekt. Weite 9,59. Aber das Wichtigste, wenn man die Bilder hier in der Zeitlupe nochmal sieht, er schlägt nicht mit dem Kopf auf, zumindest nicht auf den Schnee. Und er hat sich offensichtlich nichts getan. Aber in der Kompression, da geht's dahin. Arvid, was machst du für Sachen? Komm raus, ich muss erst mal sehen, ob es dir gut geht. Ja, ja. Hör mal. Unfassbar, komm. Deine Lippe ist wieder auf. Aber es geht um 1,5 Millionen. Eben. So macht überhaupt nichts, tut nicht weh. Aber ich ärgere mich, dass ich immer in Rückenlage komme. Das ärgert mich. Und wir sehen hier, während du wieder hochgehst, ja. Es ist immer noch nicht ausreichend von der Weite. Ja, aber du hast ja noch einen. Wie viel habe ich jetzt? Es waren auch wieder nur 9 Meter. Komm hier, hier lang. Aber wir können mal hier zeigen, guck mal, das ist der kaputte Ski von Stefan gerade. Ja, der hat Druck schon mal drauf, ne? Ein Ski zersmeckt bei diesem letzten Sprung gerade von ihm. Wie kann das passieren? Das ist einfach der Aufprall auf dem Wasser. Ich denke mal Aufprall auf dem Wasser und da sieht man, was für Kräfte eigentlich wirken, muss man schon sagen. Und man sieht auch, dass Stefan alles gibt. Ja, in der Tat, aber man sah es auch an dem Gesicht von Arvid, dass Arvid alles gibt. Also ich weiß nicht, was da noch alles aufplatzen kann heute, aber ein so zäher Bursche, das ist unfassbar. Mit einem Lächeln steigt er hier blutend aus dem Wasser, aber wie schon öfter erwähnt an diesem Abend, es geht um 1,5 Millionen Euro und Stefan präpariert sich für seinen dritten und letzten Sprung. Und eins ist auch wieder bei diesem zweiten Versuch von Arvid sehr, sehr deutlich geworden. Es ist natürlich
Skispringen, aber es hat auch sehr viel mit Alpin-Skifahren zu tun. Nämlich, vergleichen wir das mal mit Abfahrtsläufern zum Beispiel. Wenn die in so eine Kompression fahren und dann in den Sprung müssen, nur mal so für den Hinterkopf, da gibt es auf der Streif in Kitzbühel, die ja heute auch stattgefunden hat, nur mal so am Rande, wir haben ja ein bisschen Zeit, Didier Küsch aus der Schweiz hat gewonnen. Ähnliche Figur hat er übrigens wie Stefan Raab. Und die Abfahrer, die springen auch durchaus mal 30, 40 und wenn es ganz hoch kommt, am Lauberhorn in Wengen zum Beispiel 50 Meter. Und diese Kompression da unten vor dem Schanzentisch, das ist eigentlich vergleichbar dem Abfahrtsrennsport. Und dann aber eben, wenn man am Tisch ist, dann wieder diese Skispringerhaltung einnehmen. Sich abdrücken genau im richtigen Moment, kennt man ja von Übertragungen der Vier-Schanzentournee. Dann über den Ski kommen, den richtigen Absprungpunkt finden, das ist es. Das sah bei Stefan bisher schon immer sehr, sehr gut aus. Er ist da sehr stabil, er hat eine hohe Anfahrtsgeschwindigkeit und er hat eine gute Position. Jetzt noch den Absprungpunkt genau treffen. Wie gesagt, ich traue ihm 15 Meter zu. Jetzt kommt er noch mit Schlittschuhschritten. Mehr Tempo, er ist vorne und ab geht's. Ja, er macht das super. Er macht das super und jetzt bin ich mal gespannt. Also das müsste wieder so im 14-Meter-Bereich sein. Ich tippe zwischen 13,5 und 14,5 Meter. Er ist nicht ganz so weit vorne, aber stabil, rudert da noch ein bisschen. Wie früher Björn Wirkola, eine alte Skisprunglegende. Heute macht man das anders. V ist man früher nicht gesprungen. Da habe ich mich verhauen. So ist das mit Kommentatoren im Sport, ne? War die schwächste Weite von Stefan Raab. Aber haltungstechnisch und von der Gesamtperformance ein dickes Kompliment für Stefan Raab. Ja, Buschi hat ein bisschen daneben gelegen. Er hat gesagt, das wäre mit Abstand dein weitester, aber war es nicht. Es waren 12,18 Meter. Nichtsdestotrotz alles zweistellige Werte. Das ist hervorragend. Das reicht noch nicht ganz für einen lilafarbenen Helm, aber das sind doch, Jörg, wo bist du? Starke Leistung. Ich habe das Gefühl, da habe ich mir weitergeflogen, aber vielleicht war ich mit den Skiern weiter vorne bei dem Rückenflug. Wahrscheinlich ja, ist genau. Das, oder? Ja, du hast länger in der Hocke geblieben und dadurch hast du mehr Geschwindigkeit gehabt. Okay. Jetzt springst du zu früh einfach, ein bisschen früher weg. Klar. Elegant aus, bist natürlich nach Willingen zum Springen eingeladen wieder. Aber ein Ski hast du schon hier ordentlich durchgerissen. Ne? Ja, ein Ski war schon kaputt. Ja, natürlich warst du das. Nee, beim Aufkommen auf der Wasseroberfläche. So, nimm ein Handtuch, Stefan, und guck dir den letzten entscheidenden Sprung an von Arvid. Der muss jetzt nochmal richtig einen raushauen. Ja, jetzt braucht Arvid die Mentalität eines Killers. Beim Skispringen macht man es normalerweise mit Ruhe. Stichwort Janne Ahonen, der Einzige, der fünfmal die Vier-Schanzentournee gewonnen hat. Wenn ich nochmal den Vergleich zum alpinen Skirennsport nehme und die Performance von Arvid hier bisher mit den, ja, man muss schon von Stürzen sprechen, dann erinnert er an Hermann Mayer. 98, Nagano. Mayer fliegt ab. Alle haben gedacht, der ist hier. Am nächsten Tag holt er Gold. Das muss er jetzt vielleicht im Hinterkopf haben hier. So einen Charakter. Er war bisher klar unterlegen im Vergleich zu Stefan. Haut er jetzt einen raus. Hannawald hätte gesagt, mach dein Zeug. Also, jetzt geht's drum. Kommt er nochmal. Er muss Vorlage haben. Im Vergleich zu vorher. Vorlage. Knie vor. Arme vor. Und dann den Absprungpunkt treffen. Schön. Jetzt ist er weiter vorne und schafft es wieder nicht. Wieder in der Kompression. Wieder in der Kompression geschwächelt. Und das ist unmöglich, dass er mit diesem Sprung Raab geschlagen hat. Da greife ich jetzt nicht vor. Das ist schon eine Haltung wie auf dem Donnerbalken hier. Aber wie gesagt, unglaublich schwierig. Kompliment an beide. Stefan gewinnt. 11,27 Meter, das heißt ein deutlicher und verdienter Sieg für Stefan, der in allen drei Durchgängen weiter war als Arvid. Aber das Wichtige ist, Arvid ist noch einigermaßen funktionstüchtig, aber er hat Spuren im Gesicht nach diesem Fight und überhaupt nach diesem Abend. Also Stefan, Gratulation, das sind deine 10 Punkte. Gucken wir auf das Scoreboard und das heißt, du kommst wieder ran. 35 zu 20.